So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sparta. Ich habe vergessen zu speichern und habe jetzt den automatischen Speicherpunkt geladen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Also, ich weiß nicht, wie viel wir da letztes Mal noch gemacht haben. Aber ich glaube, ja, wir haben mal auf Runde beenden geklickt und das war's dann. Genau, die müssen jetzt natürlich alle wieder sich hochheilen, weil letzte Runde haben wir endlich geschafft, die Nahrung wieder zu gewährleisten. Genau, den mache ich nächste Runde fertig. Hier zwing ich sie ein, also ich komme von oben dann mit den Unbesiegbaren, Entschuldigung. Und ja, das war's, glaube ich. Schaue ich. Ja. Gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen wunderbaren Start in die Woche gehabt. Und ja, vielleicht wart ihr gestern auch beim Stream dabei. Ja. Also, wie gesagt, montags ist halt so ein bisschen. Kleinere Spiele, Indie-Games auch. Aber ja, immer viel Spaß. Da haben wir immer viel Spaß. Genau. Und donnerstags, ja, jetzt kommt der Böse. Donnerstags haben wir eben. Na, ihr wisst schon. Rome Total War und so Historisches. Nee, ich versuche mal zu fliehen, ja, genau nach da. Das ist sehr gut, dass du nach da fliehst, aber. Ach so, ja, an das erinnere ich mich. Genau, an das erinnere ich mich auch. Die da haben wir ja geschafft. Nee, die haben wir nicht geschafft, genau. Die nur mit schwer numidischen Lenkler. Ja, ich erinnere mich. Da, war ja, also da blieb ja nur eine von denen übrig, ne? Da habe ich gerade so verloren. Aber da hier eine Full-Stack-Armee von den Römern ist, ja, da kann ich die so oder so nicht. Deswegen werde ich die mal aufgeben. Ich bin echt gespannt, also, warte, ich habe fast 200 getötet. Aber, also, mich würde mal das interessieren, wenn man das automatisch macht. Da würde ich mal Mein gerne. Gebieter meint dies sei der. Da würde ich mal gerne das dann auf. Also im Replay sehen, wie die KI das spielt. Weil. Also wahrscheinlich hat sie sich einfach komplett auf den Marktplatz aufgestellt und da kann man natürlich die Phalanx von allen Seiten angreifen. Also. Wahrscheinlich hat sie das so gemacht. Ja. So, genau, die Abtrünnigen müssen wir auch noch aus Ägypten raushauen. Das machen wir dann. Rang erhöht. Das ist gut. Schutz verfällt. Nur noch drei Runden, glaube ich. Und die sind sehr, sehr blöd, sehr böse. Wie viele Runden? In drei Runden, ja. Gut, da müssen wir mal dann nachschauen. Müssen wir mal nachschauen, welche Armee zu den feindlichen gehören. So, einfach mal, damit meine Agentin ein bisschen mehr Erfahrung bekommt. So, du holst dir jetzt die nächste Stadt. Und das war's, oder? Das war's. Ja. Gut. Die nächste ist natürlich hier in relativer Sicherheit. Aber wieso ruckelt es gerade so? Ha. Also hier. Komisch. Okay.
So, was mache ich mit dir? Die königliche Garde. Ihr müsst mal runter nach Jerusalem kommen. Und du wirst mal, ja, in die Runde bleibst du noch da und danach gehst du nach Antiochia. Warte, welcher General ist das? Natürlich ein feindlicher, ne? Ja. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay, also die da sind hier total wurscht. Die Unbesiegbaren, wieso bekommen die hier keine... Ach so, die haben das zurückerobert. Ah, ja. Ja. Mit der kann ich die Vollstreckarmee nicht einnehmen. Die Stadt nicht einnehmen. Kann ich mit Gewaltmarsch? Mit Gewaltmarsch komme ich auch nirgends wohin. Die sind gerade ein bisschen in der Falle. Ich bleib mal hier am Fluss, weil am Fluss habe ich Chance, habe ich noch bessere Chancen zu gewinnen. Welche Stadt würde denn fallen? Die beiden würden abtrünnig werden. Okay. Das hier ist jetzt natürlich blöd. Minus, ja, Loyalität sichern bringt hier auch nichts. Das bringt überhaupt nichts. Das wird jetzt knifflig. Es ist jetzt die Frage, ob ich die Armee jetzt auch noch nach Norden tue oder nach Süden. Also ob ich die Armee jetzt Richtung Sueben oder Lusitana. Interessant ist, der das einfach gerade beendet hat. Ich habe gerade nichts gedrückt. Okay. Ich glaube, ich gehe mit dieser Armee nach Norden, weil die Lusitaner sind gerade relativ easy. Also beziehungsweise ich sehe noch keine starke Armee von denen. Hier gehe ich jetzt mal Richtung Osten. Okay, hier ist ein bisschen was, aber nur ein ganz kleines bisschen. Also eine Full-Stack-Armee. Und das war's. Ja. Dann gehe ich hier hoch, weil hier oben ist auf jeden Fall sehr viel mehr los. Also, das ist ein potenzieller Abtrünniger. Der ist nicht abtrünnig. Der ist könnte abtrünnig werden. Der nicht, der nicht, der nicht. Der nicht. Der auch. Also wenn die, ich mache den mal zum Strategen, wenn die Grauen abtrünnig werden, ist es ein bisschen doof. Und wenn die anderen abtrünnig werden, so die Gelben, dann ist es wirklich easy. Okay. Dann verheirate ich noch. Vielleicht, ja, vielleicht verheirate ich mich. Weil doch. Weil, also, verheiraten ist halt, da geht halt hier zum Beispiel,
Warte. Genau, minus zwei Loyalität für alle anderen Parteien für zwei Runden. Das musste ich jetzt halt machen. Politischer Ehemann, Korruption und ja, das ist ein wunderschönes Paar. Gut, dann Runde beenden. Da bin ich mal gespannt, wie er dann abtrünnig wird. Also ich wette, dass es die Grauen sind, weil die Grauen haben zwei Armeen. Die Geister haben Nicht bemerkt, dass unsere Angriffspakt, die Schatzkammern Nevir. leer sind. Könnt ihr uns bei diesem kleinen Problem behilflich sein? Ein Zeichen Oh vielleicht ja. in Form. Ja, gerne. Die Also Götter wenn, segnen euch. ja, gerne. Die wollen jetzt 2000 falten die jetzt. Dafür, dass sie den soeben den Krieg erklären, und das ist natürlich gut. Ich spiele das, weil lieber hier als irgendwo im Wald. Also hier am Fluss habe ich noch Chancen. Ich hoffe, das ist, ja, das wird so sein. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, Regen ist natürlich nicht ganz so super. Ist halt jetzt die Frage, wo er genau steht. Ich versuche mal ihn so zu beeinflussen, dass er nur hierhin geht. Weil wenn ich meine ganze Armee hierhin tue, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er auch hierhin geht. Der geht aber auch dahin, okay. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Schön die Phalanx aufstellen. Er hat da keine Fernkämpfer, oder? Die Fernkämpfer sind da drüben. So wie es aussieht. So, ich scout mal kurz da drüben. Das ist nämlich das Gute, weil er greift an. Das heißt, er muss zu mir kommen. Und das ist gerade extrem nervig. Das ist gerade extrem nervig. So, der geht jetzt dahin. Die Speerkämpfer gehen einfach mal dahin und warten da. Unser General wird angegriffen. Die Fernkämpfer kommen jetzt auch hier hin, weil hier brauche ich nichts. Also, ja, der hat hier keine Chance. Und alles ist gut. Da hinten
Habe ich gerade auch nichts gesehen, was in Richtung Fernkampf geht. So, ihr geht genau dahin. Ist gut. Die Kavallerie, ja, bleibt mal so. Die sind halt jetzt ein bisschen nicht mehr in Formation. Und das können wir dann so ein bisschen machen. Okay. Das ist hier alles gut. Wunderbar. Und dann, ja, da noch. Und dann haben wir es auch. So. Hier ist alles fein. Hier wird nochmal befördert. Befördert. Ihr wisst schon. Moral Boost gemacht. Wow. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Krass, das sind Bogenschützen. Alle auf die Bogenschützen. Das sind lange Bogenschützen. Uiuiui. Aber es zählt noch, ja, okay. Aber meine machen halt auch Schaden. Sehr gut. Dann bitte alle hier drauf. Die werden jetzt auch bald mal wanken. Ah, okay, der hat hier germanische Jugendliche. Oh Gott. Kavallerie. Schnell hier hin. Die germanischen Jugendlichen, da habe ich irgendwie eine Allergie gegen die. Wenn die so krass sind. Richtig, richtig super heftig, Charger. Ja. Okay, die haben zweimal Fernkämpfer da drüben. Ist natürlich jetzt auch nicht so gefährlich, aber das ist ja nur die Garnisonsarmee. Dann mache ich hier ein bisschen Druck. Weil ich muss. Versuch mal hier durch zu flutschen, aber die machen sich ein bisschen breit. Ja, das ist in Ordnung. Und die haben ein paar verloren, glaube ich. Ja, ziemlich viele sogar hier. Wow. Krass. Okay, da hinten. Okay, da kommen die jetzt an. Aber das ist auch alles in Ordnung. Bitte wieder normal hinstellen. So, ich versuche mit einem Chargen die Platz machen. Aber sieht gut aus, also der reagiert nicht. Jetzt reagiert er ein bisschen. Aber ich glaube zu spät. Den einen haben wir schon, den anderen auch. Gut.
Das war das Wichtigste. Okay, die ballern jetzt die germanischen Jugendlichen hier ab. Wir haben halt auch... Uiuiui. Sieht aus wie ein Gatlingsfeuer hier. Maschinengewehrfeuer. Ist halt auch echt gemein. Okay, dann geht ihr hier hin und schießt in die Seite rein. Jetzt verfolgt er die Kavallerie, was sehr viel Sinn macht. Alter, wie schnell der ist. So. Und jetzt bitte volle Breitseite rein. So, die sind da ganz gut aufgehoben. Dann greife ich mal den General an, weil der backt da so rum. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, hier ist alles gut. Der kann noch mal den motivieren. Der General ist leider nicht gestorben, aber ich muss jetzt hier weg. Der feindliche General, ah, gut. Das Lustige ist, es ist wahrscheinlich auch, es war wahrscheinlich Friendly Fire. Weil ich bin einfach nur weggeritten und der hat reingeworfen. Ich charge hier mal dann rein in den Rücken. Die können so lange hier hinkommen. Okay. Wir erwarten eure Befehle. Geschossen von dir. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Blöd ist halt das Wasser, da ist der Charge nicht so gut. Der hat gerade große Probleme. Einmal rein. Macht mir nichts aus. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ah, wow. Okay. Das ist sehr gut. Also die hätten hier noch gefährlich werden können. Hatte hier lebt noch ein. Gut. General ist tot. Verluste 319. Ja, geht. Aber es geht natürlich nur, weil wir an Fluss waren. Sonst wäre es nicht gegangen. Ich erwarte weitere Befehle. Jetzt ist die Frage, ob ich den dann einfach übernehmen kann wieder.
Wir müssen bei unserem Gespräch an beiderseitigen Profit denken. Ich mache dieses Angebot, weil ihr ein intelligenter Mensch seid. Klientel kann ich tun. Ja. Das mache ich, weil dann kann ich mit den mit der Armee, die da ist, kann ich mich darauf vorbereiten, auf die Sezession. Das heißt, ich kann Richtung Ägypten gehen, weil Nordafrika ist hier allgemein so ein abtrünnigen Herd, sage ich mal. Da wird es auch bald wieder losgehen, also in 2 Runden jetzt. Ein gegnerischer Streiter hat es geschafft, einen eurer Agenten in die Falle zu locken. Rang erhöht. Eloises. Genannte Meter in der Stadt. Eloises Pause. Achso, ja. Das kommt ja ständig. Sie meinte jetzt, dass die Armee jetzt nach hier gehen kann. Weil hier wird es wahrscheinlich einen abtrünnigen Herd geben, dann kann ich die Armee auch komplett auflösen. Also die Flotte, weil die gehört ja nicht mir. Genau, und die Armee gehört ja auch nicht mir. Das ist nervig. Das ist nervig hier. Okay. Dann mache ich mal schnell, dass ich hier hinkomme. Und du musst schauen, dass du hier irgendwie wegkommst. Oder ich ich belagere die. Gut, niemand verloren. Das war wichtig. Das war enorm wichtig. So, bitte ein Musterfeld machen. Spaß, Essen und öffentliche Ordnung. Ist hier eigentlich am besten. Gut. Das war auf jeden Fall wichtig. So, dann sind wir schon wieder bei 30 Minuten. Es tut mir leid. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und, Sklaven. Und, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und schaut mal bei mir auf Twitch vorbei. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.